Moin Moin zusammen, hier ist der Trill und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf diesem YouTube-Kanal hier. Es ist ein ungewohntes Format, auch in dem Sinne, ich filme im Hochformat und das ist auch absolut gewollt, weil ich werde jeden Tag filmen und im Hochformat filmen ist einfach viel entspannter und unkomplizierter. Es wird ja auch nicht viel Editing-Aufwand reinfließen, das gleich vorweg. Und zwar begrüße ich euch zu meiner neuen YouTube-Serie KBMAFS. Das steht für kein Bock mehr auf Fett sein und das wird mein wöchentliches Gewichtsabnahme-Tagebuch sein auf dem Kanal hier, wo ich euch jeden Samstag ein Update gebe, euch die Woche über erzähle, was ich so eingekauft habe, was ich gegessen habe, wie ich mich bewegt habe und dann wird es wöchentlich immer ein Wiege-Update geben und wir können dann so einmal die Woche gucken, was ich die Woche gemacht habe und wie ich abgenommen habe oder vielleicht auch nicht. An der Stelle gleich vorweg, ich weiß, wie man abnimmt. Ich habe im Jahr 2016 70 Kilo abgenommen innerhalb von 6 Monaten. Da auch gleich vorweg. Ich weiß, das war absolut too much, das war zu viel. Ich habe da jeden Tag rund, weiß nicht, 1500 Kalorien zu mir genommen und jeden Tag 2-3 Stunden Sport gemacht. Das war wirklich hardcore. Das möchte ich in der Form nicht machen. Ich werde das ein bisschen langsamer angehen und chilliger machen. Ich habe keinen Zeitdruck. Ich will jetzt nicht bis zum Ende des Jahres unbedingt wieder dünn sein. Aber auch an der Stelle gleich vorweg. Ich mache das so, wie das für mich funktioniert. Ich habe schon sehr oft versucht abzunehmen und habe es auch oft geschafft, dann wieder angefressen, bla bla bla. Ich weiß, was für meinen Körper und meine Körpergröße funktioniert. Ich brauche keine Tipps von irgendwelchen selbsternannten Ernährungswissenschaftlern oder Sportgurus. Wenn ihr das macht und das für euch alles funktioniert, ist es wunderbar. Alles cool, aber bitte erspart mir irgendwelche Kommentare von wegen, da hättest du noch 10 Kalorien sparen können oder oh, das ist aber wichtig, da brauchst du 20 bis 30 Proteine oder 20 bis 30 Gramm Proteine an dem Tag mehr, das ist ganz wichtig. Das interessiert mich wirklich alles nicht. Ich nehme euch einfach nur mit und erzähle euch so, was ich mache, was für mich funktioniert. Ich bin nicht daran interessiert, irgendwie jetzt ein krasser Bodybuilder oder irgendwas zu werden. Ich möchte einfach einen etwas gesünderen Lebensstil führen. Öfter nach draußen gehen. Ich sitze jeden Tag zwischen 12 und 16 Stunden am Rechner und das jetzt schon seit über einem Jahr. Ich bin wirklich fast nie draußen und Teil davon wird auch sein, dass ich regelmäßig nach draußen gehe, IRL-Livestreams mache, wo ich euch mit durch die Schweiz nehme. Wir laufen ein bisschen draußen rum. Heute ist einer dieser Tage. Es ist der 10.04.2021. Wunderbares Wetter draußen, wir gehen gleich ein bisschen im Wald spazieren und da nehme ich euch mit. Wir werden gleich anfangen und gucken, wo ich derzeit auf der Waage stehe. Ich war jetzt 2 Wochen in Duisburg bei meiner Family, da habe ich mir wieder ordentlich was angefressen. Die Schuld gebe ich da natürlich primär mir, aber auch McDonald's, dass die McDonald's Pokémon-Karten angeboten haben. Es ist das ein oder andere Happy Meal gegessen worden. Es war mir aber komplett klar vorher, dass ich da in Duisburg bei der Family immer ein bisschen mehr esse. Das ist auch okay so. Komme ich mit klar, habe ich jetzt wieder ein paar Kilo mehr drauf, die werden aber schnell wieder purzeln. Und das ist alles wunderbar. Kein Zeitdruck dahinter. Ich nehme euch heute mit und es wird jeden Samstag ein Video geben, wo wir gucken, wie viel ich abgenommen habe oder vielleicht zugenommen habe in schlechten Wochen. Ich werde euch sagen, wann ich mich wie bewegt habe, was ich wann gegessen habe. Und ja, das einfach so ein bisschen als kleines Tagebuch. Ihr könnt das mitverfolgen, wenn ihr das möchtet. Vielleicht motiviere ich den einen oder anderen dazu, da auch ein bisschen was zu machen in die Richtung. Jetzt, wo es wärmer ist, kann man natürlich auch wieder schön was draus machen. Für mich ist es aber auch Motivation, wenn ich weiß, ich muss oder möchte da wöchentlich ein Video machen. Und dann ist die Hemmschwelle natürlich nochmal größer, wenn man dann überlegt, heute eine Pizza bestellen oder heute nochmal zu McDonald's cruisen oder so. Die Hemmschwelle ist da ein bisschen größer und in der Form ist es auch ein bisschen nicht nur für mich ein cooles YouTube-Projekt, sondern auch ich nutze euch in der Form aus und hoffe, dass ihr mir da in den Kommentaren und so auch in den Arsch tretet und das mich weiter motiviert, das durchzuziehen. Und vielleicht sehe ich dann irgendwann wieder so aus wie 2017. Das ist das Ziel. Derzeit bin ich bei ungefähr minus 40 Kilo. Ich kann ungefähr nochmal genauso viel abnehmen, dann bin ich wieder da, wo ich 2017 war. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen. Nur, dass ihr immer seht, was ich meinte. Wirklich richtig geiles Wetter gerade. Da hat sogar so ein Kellerkind wie ich Bock, mal nach draußen zu gehen. Ich werde jetzt aber erstmal einkaufen müssen. Ich habe nichts mehr im Kühlschrank, weil ich ja jetzt 2 Wochen in Deutschland war. Ich muss erstmal einkaufen. Da zeige ich euch dann gleich auch gerne, was ich so eingekauft habe und was ich gleich frühstücken werde. Vorweg machen wir jetzt vielleicht erstmal den ersten Wiegepunkt. In den folgenden Videos wird es dann immer so sein, dass... Wobei, das seht ihr ja dann noch. Das Video kommt dann quasi nach einer Woche. Also am Ende dieses Videos seht ihr dann, was ich dann innerhalb der Woche abgenommen habe. Mehr oder weniger. Ich glaube, diesmal ist es ein Tag weniger. Danach sind es immer 7 Tage. Und kurz zur Ausgangsposition. Ich bin 1,98 Meter groß. Angefangen habe ich im Juni oder Juli 2020 und da stand auf der Waage 188,5 Kilo. Ich hatte seitdem rund 40 Kilo abgenommen, war also auf 147 zuletzt. Jetzt war ich wieder 2-3 Wochen in Deutschland, da habe ich gefressen wie ein Schwein, Happy Meal after Happy Meal. War mir auch klar, ist mir auch gerade völlig egal, weil ich weiß, dass ich es wieder runterkriege. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir wieder bei 153 oder so gleich wieder auf der Waage sind.
Das dünnste, was ich je hatte, waren 110 Kilo zu meinem Face Reveal auf der Dreamhack Leipzig. Da kann ich euch mal die Bilder schicken. Da war ich ungefähr 3 Wochen lang. Ich habe danach so viel Sport gemacht, danach ging es nicht mehr runter. Also das wäre so mein Ziel, wieder dahin kommen, 110 Kilo. Ich weiß nicht, ich kann irgendwie nicht unter 100 Kilo kommen. Ich habe scheinbar irgendwie, weiß nicht, dicke Knochen, rundauf irgendwie eine gewisse Muskulatur. Ich weiß nicht, ich werde niemals irgendwie 80 oder 90 Kilo wiegen. Da komme ich nicht hin. Ich habe 110 gewogen und meine Schwester meinte, ey Lenny, iss mal wieder ein bisschen mehr, deine Arme sind so dünn und so. Das ist dann scheinbar so mein Normalgewicht, 110 Kilo. Und wenn ihr die Bilder seht, ich denke, da, weiß nicht, denkt man sich da, ey, der kann noch ein bisschen abnehmen. Also für mich war ich da dünn. Das war so mein Wohlfühlgewicht. Das war wunderbar und da möchte ich gerne hin. So, da sind wir Stunde der Wahrheit. Ich habe heute noch nicht gefrühstückt, also man wiegt sich ja auch immer morgens, deswegen ist das hier ein akkurates Reading. Ich habe an T-Shirt, Hose, Socken, weil ihr habt sicherlich keinen Bock, irgendwelche hässlichen Männerfüße oder Beine zu sehen. Deswegen wird das immer dasselbe Outfit sein, was ich dann trage beim Wiegen. Und wir gucken mal rein. Achso, Handy habe ich ja auch noch in der Hand, müssen wir auch noch berechnen, aber ist ja egal. Das Setup wird immer dasselbe sein. Ich bin angezogen, was du ja normalerweise auch nicht machst. Ich habe ein Handy in der Hand. Wir gucken mal rein. Wir sind bei, McDonald's hat reingehauen. Wir sind bei 156 tatsächlich. Das heißt, ich habe es tatsächlich geschafft, von 3 Wochen mir mit Hilfe von McDonald's wieder rund 9 Kilo in Duisburg anzufressen. Aber ich denke, die 150er-Marke, die wird relativ schnell wieder fallen. Und ich würde sagen, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg zum Supermarkt und wir fangen gleich an. Da ist vielleicht auch ganz interessant zu sehen, was ich so einkaufe dann, damit ich das hoffentlich hinbekomme. Ich kam ja quasi gerade erst aus Deutschland wieder, deswegen hatte ich gar nichts da, deswegen war ich jetzt gerade einmal unterwegs und habe ein bisschen mehr gekauft. Ich brauche morgens immer Brötchen oder Brot generell. Ich habe es mal probiert mit Joghurt und Früchten und Haferflocken und so, ist überhaupt nicht meins. Ich brauche morgens meine 2 Brötchen oder 2 Scheiben Brot. Ansonsten drehe ich durch. Ich brauche es. Ich habe ja damals auch so viel abgenommen, auch immer 2 Brötchen am Morgen gegessen. Ist kein Problem. So, dann kaufe ich in der Schweiz. Gibt leider keine so geilen Brötchen, deswegen kaufe ich mir immer hier diese Aufbackbrötchen dann für die nächsten Tage und dann halt so ein paar Snacks. Hier gibt es so Snack Eat Tasty Veggies, so Mini-Paprika-Dinger, da habe ich mir 2 von geholt. Dann liebe ich diese Tomaten in der Schweiz von Prima Gusto, die sind so geil, so, ich weiß gar nicht, ob das Cocktailtomaten sind, aber die sind so lecker. Eigentlich bin ich kein großer Tomaten-Fan, vor allem nicht von diesen großen Schleimen, die hasse ich wie die Pest. Dann ein paar Äpfel. Und das sind dann so Sachen, wenn ich mal zwischendurch Hunger bekommen sollte oder am Abend, dann haue ich mir da ein paar von rein. Kaum Kalorien. Ist wunderbar. 2 Gurken. Dürfen bei mir nie fehlen. Ich mache mir gerne die Brötchen mit Käse, ein bisschen Gurke drauf und dann Salz drüber. Ist sehr geil. Und ansonsten ist für mich immer das größte Problem am Abend. Kann ich hier die Kamera drehen? Ich probiere es mal eben. Ja, Kamerawinkel ist jetzt nicht ganz so geil. Aber das große Problem ist für mich immer am Abend, dass ich abends so Hunger bekomme. Also tagsüber morgens meine 2 Brötchen, dann abends noch irgendwas, das geht. Ich kann morgens besser mit wenig Essen auskommen als am Abend. Am Abend ist es immer am schlimmsten so. Wenn ich lange gestreamt habe und dann 2, 3 Uhr nachts fertig bin, dann kriege ich immer richtig Hunger. Das ist für mich das Schwerste in Richtung Disziplin, dann abends nichts mehr zu essen. Und da hole ich mir dann immer noch gern so Joghurts. Die Dinger von Activia, kann auch jede andere Marke sein. Das sind halt die ich hier kaufe. Da sind Cerealien drin und ein so ein Joghurt hat 100 Kalorien. Die haue ich mir dann abends immer rein, besser als eine Scheibe Brot oder Brötchen. Und manchmal reicht mir einfach nicht das Gemüse. So sieht dann für mich so ein Einkauf aus für 4, 5 Tage. Wie gesagt, das Schwerste ist für mich immer so ein bisschen am Abend die Disziplin zu behalten. Am Abend kommt immer dieser Heißhunger und der macht es dann immer kaputt irgendwie so. Tagsüber habe ich überhaupt kein Problem damit, mit, ich sag mal, einer normalen Menge an Essen auszukommen. Aber abends ist das immer sehr schwierig und da ist es manchmal tricky. Wie ich das mache, ich mache mehr oder weniger Intervallfasten. Das war auch das, was ich damals gemacht habe, ohne zu wissen, dass ich es mache. Also ich habe immer gesagt, ich möchte so um 10, 11 Uhr möchte ich dann frühstücken. Und meine warme Mahlzeit, beziehungsweise mein Mittagessen, ist dann um 17, 18 oder 19 Uhr. Danach möchte ich, wenn möglich, am Abend danach gar nichts mehr so richtig essen, außer halt ein bisschen Gemüse, einen Apfel oder halt mal so ein Joghurt dann. Und ich habe erst eine ganze Weile später herausgefunden, dass das Intervallfasten ist, wo du halt tagsüber innerhalb von 8 Stunden irgendwie was isst und dann 16 Stunden nicht. Und das hat damals und jetzt auch zuletzt wunderbar geklappt mit der Abnahme. Wie gesagt, 2016 habe ich innerhalb von 6 Monaten 70 Kilo abgenommen. Das war hardcore, das war too much, das will ich diesmal auch nicht so hardcore machen. Da habe ich aber auch Sport gehabt, wie ein Irrer, jeden Tag 2, 3 Stunden auf meinem Fahrrad zu Hause rumgeradelt. Das machen wir diesmal ein bisschen chilliger. Ein bisschen gesünder und ich nehme euch mit auf die Reise.
So, und das wäre dann mein Frühstück, meine 4 halbe Scheiben Brot. Wie gesagt, manchmal mache ich dann auch nur, das ist jetzt relativ groß, das Brötchen fairerweise, manchmal mache ich dann auch nur ein Brot so und dann noch ein Ei dazu und dann noch irgendeinen Apfel oder so, aber heute ist das mein Frühstück. Wir haben eine Hälfte mit Erdbeermarmelade, eine mit Käse und Gurke. Gesalzen finde ich sehr geil. Hier haben wir eins einfach nur mit Tomaten, ein bisschen Salz und Pfeffer und hier einmal Putenbrust. Das ist Mahlzeit 1 an Tag 1. Das haue ich mir jetzt rein und danach gehen wir nach draußen. So, da sind wir. Astreines Wetter, wie ihr seht. Da werden wir jetzt durchlaufen, durch das Waldstück. Da oben liegt sogar noch ein bisschen Schnee. Und hier führt dann so ein Waldstück einmal quer durch. Da kann man ungefähr eine halbe Stunde hochlaufen, eine halbe Stunde wieder runter. Den Rest davon werdet ihr aber auf Twitch schon gesehen haben. Ich werde immer, wenn ich dran denke, die VODs in die Videobeschreibung packen, wenn ihr euch das im Nachhinein dann nochmal ansehen wollt. Aber das ist der Plan für jetzt. Ist wunderschön da drin. Schaut gleich mal bei Twitch vorbei im VOD. Da seht ihr, wie schön das hier wirklich drin ist. Hätte mir vielleicht eine Sonnenbrille mitnehmen sollen, ey. Nicht gut für die Kellerbräune hier und für die Augen. Das brennt schon gut rein hier. Scheiße. Ich bin gerade im Editing und bin mir immer nicht ganz sicher, wie ich dann die Szenen, die dann quasi im Livestream übernommen wurden, hier einbinden soll. Deswegen packe ich euch diesmal einfach so ein paar Eindrücke rein. Ihr könnt mal schreiben, ob ihr das cool findet, wenn ich dann als Übergang so ein paar Szenen immer aus dem Livestream zeige, damit ihr so ein bisschen wisst, wo ich war, was so passiert ist und so. Und danach geht es wieder quasi in den Vlog rein. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das so cool findet oder ob ihr da eine bessere Idee habt. Faszinierend. So, hier muss man aufpassen, da habe ich mich letztes Mal lang gemacht an den Stäben hier. Diese Ultra-Wide-Kamera ist aber echt geil. Guck mal, ich kann die quasi filmen, wie ich hier hochlaufe. Das kann man gesehen, schnell weg, Alter. Schuhgröße 48. Oh, das ist aber steil. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Boah. Boah. Ja, komm ich hoch. Sehr gut. Okay, den haben wir abgehangen, den Pisser. Gut. Oder hier so ein Grundstück. Guck mal, da unten, nee, sieht man nicht. Aber hier hinter dem grünen Pickel ist der Zürichsee. Wenn du hier das Haus hast, siehst du vielleicht sogar den Zürichsee auf der anderen Seite. Das ist ein Baum. Holy shit. Ich glaube, ihr seht gar nicht im Weitwinkel, wie dick der eigentlich ist. Und da ist der Zürichsee. Nice. So, fertig. Stunde draußen rumgelaufen. Ich hoffe, man sieht ein bisschen Unterschied, dass ich ein bisschen roteren Kopf habe vielleicht, ein bisschen schwitze. Aber war gut. Hat Bock gemacht. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Da kann ich ja mal hier drüber labern. Ich hoffe, jetzt kommen nicht so viele Leute. Das Ding ist halt, wenn du so 14 bis 16 Stunden am Tag am Rechner sitzt, wie ich im Moment, du hast den Kopf nicht frei. Und das merke ich immer, wenn ich dann so eine Stunde draußen rumlaufe, wie gut das tut. Jetzt habe ich so gerade richtig Bock auf PC wieder, ein bisschen zocken jetzt mit den Jungs. Weil ich habe, bevor ich jetzt hier rumgelaufen bin, schon 6-7 Stunden YouTube-Kram gemacht. Oh Gott, fast hingeflogen. YouTube-Kram gemacht. Und dann ist das geil, irgendwie so einen Cut dazwischen zu haben. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber überhaupt so eine kleine Pause dazwischen zu haben, zwischen YouTube-Kram und Stream, um den Kopf frei zu bekommen, ein bisschen Energie zu tanken und frische Luft. Das tut schon extrem gut. Ja, jetzt bin ich hier eine Stunde rumgelaufen, habe euch mitgenommen, hat Spaß gemacht. Sicherlich auch ein paar Kalorien verbrannt, es ging ein bisschen bergauf, bergab. Und jetzt fahre ich nach Hause und werde den regulären Stream anschmeißen. Und dann gibt es danach noch eine Mahlzeit heute. Das habe ich euch ja gezeigt, vielleicht heute dieses Stroganoff oder den Lachs. Und wenn ich es hinbekomme, danach nichts mehr.
außer so ein Joghurt oder ein bisschen Gemüse und so. Werde ich euch aber auch erzählen, wenn es anders kommen sollte. Bis gleich. So, es ist jetzt 19.40 Uhr. Ich habe mega Hunger. Ich stream gerade. Es gibt heute Rosmarin-Chicken. Das wird die letzte oder einzige warme Mahlzeit am heutigen Tag sein. Sehr kalorienarm. 356 Kalorien, das ganze Ding hier nur. Das heißt, da darf ich mir danach auf jeden Fall noch was gönnen. Holen mir wahrscheinlich noch einen Apfel und heute Abend dann noch den Joghurt. Aber werden dann heute zwei Brötchen, das hier und dann nachher noch irgendwas. Wenn ich damit dann heute auskomme, dann war das tipptopp. Kurzer Nachtrag, als Nachtisch gibt es dann wirklich hier den Activia-Joghurt dann. Und die habe ich gerade mal probiert. Das sind meine hier diese Snack-Pepperonis oder Mini-Paprikas. Die sind unglaublich geil, auch wenn die hier oben jetzt ein bisschen abgemanscht ist. Aber die sind wirklich geil. Das ist dann meine Mahlzeit. Lecker Brokkoli. Mag ich wirklich gern. Ich werde noch ein bisschen Salz drüber streuen und hier einen kleinen Klecks Hela-Ketchup für das Fleisch. Aber ja, sehr einfache Mahlzeit heute, aber erster Tag, da kann man noch mal ein bisschen auf was verzichten und morgen gibt es ein bisschen mehr. So, Tag ist für mich jetzt vorbei. Es ist 23.55 Uhr, bin ungefähr vor einer Stunde mit dem Livestream fertig geworden. Hab dann hier noch das Video, was ihr jetzt gerade seht, soweit geschnitten. Ich werde dann immer versuchen, das an dem Tag, der passiert ist, fertig zu schneiden, dass ich das nicht alles an einem Tag machen muss. Ich habe noch mal gegessen, weil ich jetzt, wie zu erwarten, noch mal Hunger bekommen habe. Und zwar die Packung von, wie schwer ist denn das überhaupt, hier 300 Gramm von den Tomaten. Aber Tomaten haben ja quasi keine Kalorien. Zwei konnte ich nicht essen, schimmelig und die war matschig. Aber das habe ich noch gesnackt. Jetzt fühle ich mich gut. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich noch irgendwas essen muss. Und dann war das ein erfolgreicher Tag. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich immer die Videos wöchentlich hochlade, weil allein das waren jetzt schon irgendwie 16, 17 Minuten nur Tag 1. Und ich habe versucht, mich so kurz zu halten, wie es geht. Ich hätte unbedingt gerne jetzt schon Feedback, wenn ihr das seht, was ihr davon haltet. Aber ich kriege es halt erst 6 Tage später, wenn das ganze Ding draußen ist. Deswegen, ich bin super gespannt, wenn der erste Teil dann auf YouTube kommt. Ich hoffe, es wird nicht ganz so langweilig irgendwann und so repetitive. Ich gucke mal, wie ich das mache. Aber ich hoffe, dass es euch zumindest bis hierhin gefallen hat, Tag 1. Und dann sehen wir uns in, ja, für euch einigen Sekunden wieder. Und Tag 2 bricht an. Ich würde sagen, erfolgreicher erster Tag. 10 von 10. Sport gemacht. Beziehungsweise ich habe mich bewegt. Ich habe gut gegessen, keine Scheiße gegessen, viel geschafft, weiter so. Moin, Tag 2, sehe wahrscheinlich noch ein bisschen verpennt aus, bin gestern doch noch bis 4 Uhr am Rechner gewesen und habe noch Kram gemacht und Videos geschnitten und so. Ich habe es geschafft, ich habe nichts mehr gegessen gestern, also gestern war tipptopp, wenn alle Tage so sind, dann ist das wunderbar. Jetzt ist gerade 12.26 Uhr, ich bin gerade am Rechner und gucke mir an, was ihr so zu dem Video schreibt, was ich hochgeladen habe. Das war das Office Solo Queue wieder. Da lese ich mal wieder so, was ihr so von euch gebt. Und dabei wird gefrühstückt. Ja, ähnlich wie gestern, die Frühstücke, die sehen alle immer relativ gleich aus. Deswegen weiß ich ja nicht, ob ich die mal filmen soll. Wieder zwei Brötchen, Flügel, Mortadella, Putenbrust, wieder mein Käse mit, wie heißt das Grüne da? Gurke, Erdbeermarmelade und heute gibt es noch ein Ei dazu. Ich bin jetzt doch nochmal draußen. Ich muss nämlich meine Steuererklärung noch zur Post bringen. Könnte ich auch morgen machen, ist ja gerade Sonntag, aber ich dachte mir, komm, jetzt noch mal eine halbe Stunde draußen spazieren bis zum Streamstart, Post abgeben und nebenbei werde ich ein bisschen Pokémon Go zocken. Ich bin nämlich bei Level 39,5, ein bisschen mehr vielleicht, 40 muss bald stehen, aber ich habe gehört, Max-Level ist schon wieder hochgeschraubt worden, war. Ich glaube, man kann jetzt bis 50 sogar spielen. Ich möchte mal kurz anmerken, dass heute 7 Grad gecrollt waren und Regen. Ich glaube, ihr seht es im Hintergrund so ein bisschen, wie es hier aussieht. 7 Grad und Regen in der Schweiz sieht scheinbar so aus. Ey, es ist so warm. Da habe ich fast keinen Bock, gleich wieder reinzugehen und Trackmania Formula League zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Guckt euch dieses Wetter an. Tschüss. Klefte, mach ich weg. So, nur noch Despota. Gewonnen. Kumu. Oh ja. Was
sind eigentlich diese roten Eier? Kann mir das einer erklären? Ich weiß, die lilanen Eier sind halt die 10-Kilometer-Eier, aber jetzt aus dem Kämpfen kriegst du diese komischen roten Eier. Was ist da der Unterschied? Was kriege ich da Besseres raus? Und den haben wir dem guten Cliff gerade abgenommen. Aerogactyl. Hoi. So. Wieder drin. Gut. Das war gut. Dreiviertel Stunde draußen rumgelaufen. Und der Stream geht in, was haben wir? 15.45 Uhr. In 10 Minuten geht der Stream los, beziehungsweise ist schon das Formel an die Rennen. Da mache ich mich jetzt fertig für. Und heute, ihr werdet es wahrscheinlich schon gestern auf YouTube gesehen haben, wieder katastrophale Nachricht für mich, Trackmania Formel an die Rennen im Regen. Ich calle jetzt, ich habe es ja noch nicht gespielt, ihr habt schon gesehen, dass ich den 13. Platz mache. So, Trackmania startet, Stream geht dann auch in ein paar Minuten los. Ich hau mir jetzt aber kurz vorher noch einen guten Schweizer Bio-Apfel ein. Für den natürlichen Energy-Boost. So, Sonntagsstream läuft gut. Wir haben gerade die Minecraft-Session fertig gemacht und jetzt gibt es Stroganoff. Wo auch immer das herkommt, mit Tagliatelle. Hat 656 Kalorien. Das mache ich mir jetzt wieder schön in der Mikrowelle warm und das haue ich mir jetzt gleich im Stream rein. Moin! Muss euch leider was beichten. Bin gestern auf dem Sofa eingeschlafen. Bin gestern Abend auf dem Sofa eingeschlafen. Danach war ich so müde, dann habe ich einfach weiter gepennt. Deswegen war ich nicht mehr gestern Abend noch draußen. Aber ich bin ja gestern eine Dreiviertelstunde draußen rumgelaufen und habe abends auch dann nichts mehr gegessen nach meinem Stroganoff. Ihr seht, ich habe keine gemachten Haare. Das liegt daran, dass ich vorhabe, gleich Sport zu machen. Es ist jetzt ungefähr 15 Uhr oder so. Ich habe jetzt die letzten 6 Stunden war ich jetzt am Rechner und habe YouTube-Kram gemacht und so. Und gefrühstückt habe ich auch schon. Was es da gab, zeige ich euch jetzt. Frühstück an Tag 3. Wir haben wieder meine 2 Aufwachbrötchen und ein Ei. Also eigentlich wie die letzten Tage auch schon. Ich werde es trotzdem mal immer täglich festhalten, damit ihr wisst, dass da nicht mehr oder weniger gegessen wurde oder whatever. Wetter ist heute richtig scheiße. Es regnet. Es ist arschkalt. Wir haben 4 Grad draußen. Es regnet gerade. Und da habe ich keinen Bock draußen irgendwie was zu machen heute. Da seht ihr das richtige Scheißwetter. Bis eben hat es wieder geregnet. Und es liegt sogar wieder Schnee. Gestern noch Sonne. Ja. Mann, ey. Aber ich will mich ja trotzdem täglich eine Stunde bewegen. Und ich habe zum Glück hier bei mir im Wohnzimmer mein Ergometer. Normalerweise würde ich mir dann hier auf dem Fernseher irgendwas angucken und irgendeine Serie schauen. Ich habe aber auf der Rückreise von Duisburg zurück in die Schweiz, habe ich mir Ready Player One, das Hörbuch, angehört. Die ersten 7 Stunden, so lange wie ich halt gefahren bin. Und ich habe mir hier meine alten Lautsprecher aufgestellt. Und ich glaube, ich möchte jetzt einfach mal eine Dreiviertelstunde, Stunde hier auf meinem Ding rumradeln. Und höre mir währenddessen das Hörbuch weiter an. Ich habe auch immer so ein bisschen die Sorge, dass sie irgendwie so uninteressant werden, die Vlogs. Weil ich kann euch halt, ich mache halt nicht viel. Ich bin jeden Tag 14 Stunden am Rechner. Und ich kann euch schlecht filmen, dass ich jetzt in mein Zimmer gehe und da jetzt 7 Stunden lang YouTube-Videos schneide. Das interessiert halt keinen Schwein. Ich bin halt einfach die meiste Zeit in meinem Zimmer hier vorne am Rechner und mache meinen Kram. Und das jetzt, was ich jetzt mache, sind dann so halt die Ausnahmen, dass ich jetzt mal halt, weiß ich, gefrühstückt habe, was gegessen habe oder ich setze mich da jetzt halt auf mein Ergometer. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig für euch, aber es ist halt ganz einfach so, ich bin jeden Tag 12 Stunden am Rechner und was ich da mache, kriegt ihr meistens eh auf Twitch mit. Vielleicht ist das ja ganz spannend. Das hier ist meine Pokémon, wenn wir Pokémon-Karten aufmachen, meine Unterlage, die hat mir ein Zuschauer gemacht. Das habt ihr ja schon in den Zuschauerpaketen gesehen, die habe ich jetzt hier. Was kann man noch zeigen? Das hat mir mein Vermieter, als ich zurückkam, das hat mein Vermieter mir hingestellt. Zu Ostern. Ich trinke leider keinen Wein, den bringe ich dann vielleicht mal meiner Mama mit. Und ich habe eine neue Anschaffung. Deko. Und zwar überlebt bei mir nichts außer Kakteen. Und das haben die hier bei uns im Supermarkt verkauft in der Schweiz. The Green Bottle Garden. Da sind einfach ein paar Kakteen drin. Die gieße ich dann einmal im Jahr. Und mit ein bisschen Glück schaffen die es. Neben meinem Liegeergometer habe ich hier zum Beispiel auch meinen Kaktus von der Dreamhack Leipzig 2019. Das ist der Dreamhack Buddy, den kann man sich kaufen, wenn man keine Freunde hat. Der stand dann neben dir an dem Platz. Da steht sogar Leipzig 2019. Der liegt noch immer und ich habe überlegt, ob ich den umtopfe. Und zwar habe ich ja bei mir im Stream-Hintergrund hier dieses Zeug hier, was in eigener Atmosphäre irgendwie lebt. Und auch so ein Teil, wo auch so Kakteen sind, auch vom selben Supermarkt. Aber ihr seht, der eine ist schon mausetot, der da hinten lebt noch. Das ist aber tatsächlich schon mein zweites Paar. Das hier war das erste. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dass sämtliche Kakteen, die da jemals drin waren, auch verreckt sind, wie auch immer das geht. Und ich habe mir überlegt, ob das nicht mal ein cooles Projekt für einen Stream wäre, einfach so just for fun, wo ich versuche, meinen Dreamhack Buddy hier irgendwie einzupflanzen. Die Öffnung ist ziemlich klein.
Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber das wird auch ein cooles neues Zuhause für meinen Dreamhack Buddy 219, oder? Und das ist neu, deswegen nehmt das alles noch. Die Kosten hier umgerechnet, ich glaube 20 Euro, was für Schweizer Preise wirklich gut ist für sowas. Hast du so eine Glasflasche mit so einem Holzding drunter, da drin hast du so ein bisschen Kakteen und so, ich finde das geil. Meinung? Bevor wieder Leute fragen, der Supermarkt heißt Coop, C-O-O-P, und den gibt es nicht in Deutschland. Vielleicht machen wir das wirklich mal so als kleines Mini-Projekt aus Scheiß im Stream. Ich habe jetzt mein Ergometer ein bisschen von der Wand gerückt. Ich guck mal, ob ich irgendwie eine Kamera hingestellt bekomme, dass ich das timelapsen kann für euch sogar. Und da versuche ich jetzt eine Stunde drauf rumzuradeln. Das ist der Timelapse. Ich bin gerade im Editing und sehe, dass das aussieht, als würde ich kaum strampeln, weil die Beine sich halt immer gleich bewegen. Deswegen, ja, ihr könnt mir glauben, ich bin da wirklich ordentlich rumgestrampelt eine ganze Stunde. Am Ende sieht man dann auch auf dem Gerät die Stats. Hatte mir den Timelapse ein bisschen cooler vorgestellt, dass man wirklich sieht, wie ich da drauf abgehe. Aber es sieht wirklich so aus, wie ich dann Slow Motion drehen. Aber ich glaube, der Timelapse hier, das waren rund 30 Minuten, die ihr jetzt hier in den paar Sekunden gesehen habt. So, fertig. Eine Stunde habe ich durchgezogen. Bei dem Gerät hier kann ich eingeben, wie groß und schwer ich bin. Und je nachdem, was du da eingibst, berechnet das deine Kalorien. Angeblich 711 Kalorien gerade verbrannt. Ich denke, realistisch sind es weniger, aber Moment. Auf jeden Fall eine gute Session. Ich fahre immer mit einem relativ hohen Widerstand, deswegen war der Max-Speed jetzt relativ langsam. Aber ich mag das nicht so, wenn ich so schnell radel, weil das dann so auf die Kniegelenke geht, weil man Bein dann immer so zurückflickt. Deswegen fahre ich immer lieber mit hohem Widerstand, dass ich halt wirklich richtig die Beine beanspruche und das wirklich anstrengend ist. Habt ihr ja gerade gesehen, dass so ein Liegeergometer, ich hatte früher mal so ein richtiges Fahrrad, aber wegen meiner Körpergröße hänge ich dann immer so gebückt da drauf und dann kriege ich es immer so im Rücken. Deswegen habe ich mir dann irgendwann mal so ein Liegeergometer gekauft. Das ist halt eigentlich so ein Oma-Gerät oder für Rentner. Aber auf genau so ein Ding habe ich damals 2016 so unglaublich viel abgenommen. Und für große, schwere Leute ist das ziemlich geil. Und deswegen habe ich mir das damals gekauft und bin auch super zufrieden mit. Hat aber gut getan. Ich werde jetzt duschen gehen. Danach wird noch ein paar Stunden gestreamt. Heute ist Valorant tatsächlich angesagt mit dem Montagslobby, habt ihr vielleicht gesehen. Und damit ich nicht wie so ein schwitziges Mischwein vom Rechner sitze, gehe ich jetzt erstmal duschen und wir sehen uns dann gleich wahrscheinlich wieder, wenn es Abendessen gibt. Frisch geduscht und bevor der Stream jetzt live geht, ich weiß nicht warum, aber immer nach meinen Sessions hier auf dem Ergometer und so habe ich immer mega Bock auf einen Apfel. Ich weiß nicht, ob das normal ist nach Sport, dass man dann irgendwie so einen Drang nach Zucker oder irgendwas Süßes hat, ich weiß nicht, aber ich hau mir jetzt den Apfel rein und dann wird gestreamt. Oh Mann, das habe ich mir jetzt extra bis zum letzten Tag aufgehoben. Lachs an Zitronensoße mit Reis. Ich bin überhaupt kein Fischfan. Meine Mami hat aber immer gesagt, einmal die Woche Fisch essen, Lenny, das ist gut für dich. Ach komm, 600 Kalorien hat das Ding. Ich hoffe, es schmeckt einigermaßen. Das fege ich mir jetzt rein. Moin, der nächste Tag. Gestern ist nichts mehr passiert. Wir haben noch bis Mitternacht Valorant gestreamt und gedaddelt. Hat sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Und danach habe ich noch ein bisschen YouTube-Kram gemacht, ein paar E-Mails beantwortet und bin pennen gegangen. Heute ist Dienstag, das heißt, heute ist der Pokref-Tag. Heute wird auch wieder ein sehr langer Stream. Ich würde heute auch wieder sehr gerne nach draußen gehen, aber es regnet noch mehr als gestern. Es schneit fast, würde ich sagen. Moin, ich pausiere mal kurz an der Stelle und hau einen kleinen Einwurf rein, weil ich schon ein paar 12-jährige absolute Voll-PP-Gast in den Kommentaren sehe. Drill, du hast da graue Haare. Ja, das ist vollkommen richtig. Das habe ich aber schon seit ich 18 bin. Manche Leute kriegen halt mit 16 schon eine Hellblades. Andere kriegen früh graue Haare. Das ist bei mir wegen einem Melaninmangel. Für die, die nicht wissen, was das ist, Melanin ist das Pigment, was dafür sorgt, dass deine Haare eine gewisse Farbe bekommen. Und wenn die Körperzellen, die an deinem Kopf die Haare produzieren, das Melanin, also den Farbstoff für deine Haare, nicht bekommen, dann lagern die Luftbläschen in deinem Haarschaft ein, wodurch die Haare dann grau oder weiß werden. Die Körperzellen verlieren dann irgendwann die Fähigkeit, auch das irgendwann noch nachzuholen. Also wenn du, ich glaube jedenfalls, dass wenn du einmal dann an der einen Stelle ein graues Haar hattest, dass das dann irgendwann nicht mehr farbig wird. Das ist dann einfach so und irgendwann wird es dann halt einfach nur noch mehr. Ich denke, jeder von uns hat irgendwelche Imperfections und darum geht es auch gar nicht bei dem Video. Aber da ich die Art Kommentare schon kommen gesehen habe, einmal eine kurze Erklärung für euch. Vielleicht hat euch das ja weitergeholfen. Ist was ganz Natürliches, muss man keine Angst vor haben. Also das wird nichts heute mit rausgehen, obwohl ich gleich nochmal muss. Ich muss nämlich ein Paket abschicken. Das geht zu Hightech und zwar schicke ich denen meine RTX 3080. Ich kriege nämlich einen neuen Rechner von Hightech, hier auch für die Schweiz. Ich habe ja einen in Deutschland, den ich damals zu RapidLAN bekommen hatte. Den Rechner, den ich hier in der Schweiz habe, der ist jetzt ungefähr 2,5 Jahre alt und ihr merkt, der läuft nicht mehr ganz so wie früher. Ich habe, wenn ich Danger Zone mit Felix Onstream spiele, manchmal nur 40 FPS und das
ist nicht so geil zum Spielen oft. Und Felix hat jetzt einen neuen Rechner mit dem neuen Ryzen drin und daddelt zum Teil mit 400 FPS On-Stream Counter-Strike, was ich nicht mal Off-Stream erreiche. Das einzige Problem war, dass es ja keine Grafikkarten derzeit auf dem Markt gibt. Ich habe aber zum Glück die RTX 3080 von Nvidia bekommen mit dem Launch von Cyberpunk. Die werde ich jetzt nach Österreich schicken zu Hightech. Die bauen mir dann da den Rechner zusammen, packen meine Grafikkarte rein und dann werde ich in hoffentlich 2 Wochen hier meinen neuen Rechner haben und dann auch mal wieder mit ordentlich FPS im Stream Counter-Strike zocken können. Da freue ich mich sehr drauf. Die Grafikkarte packen wir gleich ein, bringe ich zur Post und danach schauen wir mal, was ansteht. Frühstück heute übrigens. Ich hatte nur noch ein Aufbackbrötchen, deswegen gibt es heute nur ein Brötchen. Mein obligatorisches Ei und ich habe mir so einen aktiver Joghurt hier in so eine Schüssel gehauen und noch einen Apfel da reingeschnitten. So, da ist das Ding. Das Kabel muss ich noch abmachen. Ich bin zum Glück so ein Psychopath und behalte immer sämtliche Originalverpackungen von allen technischen Geräten, die ich jemals besessen habe, sodass ich mir jetzt keine Angst oder Sorgen machen muss, dass das irgendwie nicht heil ankommt, weil da ist es perfekt drin geschützt, ist da schön snack drin. Das geht jetzt nach Österreich und das wird jetzt noch ordentlich in einem großen Karton verpasst, dass da auch ja nichts mit passiert. 2080 Ti ist auch wieder am Rechner, der läuft. Und dann warten wir mal drauf, dass du zurückkommst in dem neuen Zuhause, Baby. Genauso penibel, wie ich mit den Originalverpackungen bin, bin ich auch dabei, wenn es darum geht, irgendwelche Pakete einzupacken. Also wenn irgendwer von euch jemals was von mir kaufen sollte bei eBay oder sowas, ihr könnt euch sicher sein, dass das zu 100% safe ankommt. Ich benutze auch gefühlt bei jedem Paket immer eine halbe Rolle Klebeband, weil ich mir denke, ja, da könnte ja noch einer irgendwie rein und da oder so. Better safe than sorry. So, das hat perfekt da reingepasst. Das geht jetzt dann auf dem Weg nach Österreich. Ist dann hoffentlich zügig da. Noch so eine Angewohnheit, die ich habe. Ich speichere Kartons, wo ich denke, die könnte man irgendwann mal zum Versand gebrauchen, wie jetzt. Weil so ein scheiß Karton in der Schweiz kostet 4 oder 5 Euro. Genauso habe ich 2 komplette Mülltüten voll mit Verpackungsmaterial. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr sowas auch macht, aber das hat mir schon einige Euros gespart in der Vergangenheit, muss ich tatsächlich sagen. Da es dann doch aufgehört hatte zu regnen, habe ich mich dazu entschieden, zu Fuß zur Post zu gehen. Der macht einen Stare Down mit mir. Mal gucken, wer zuerst wegguckt. Mal gucken, wer zuerst wegguckt. Ja. Ah, Duisburg, überlegst hier nochmal, ne? Jo, gerade im Trockenen losgelaufen. Ich glaube, ihr seht es gerade wieder. Das schneit schon wieder. Das ist doch nicht wahr. Oh oh. Paket ist weggebracht. Ich bin nochmal eine kleine Extra-Runde gelaufen. Ich werde gleich, denke ich, vor Streamstart nochmal auf meinem Ergometer ein bisschen rumradeln, aber schon eine kleine Bewegungssession jetzt reingehauen. Ich denke mal so 3.000-4.000 Schritte, ja, gut, ist nicht viel, aber eine halbe Stunde draußen rumlaufen ist mehr, als ich sonst immer gemacht habe. Das mit dem Hörbuch hat übrigens wunderbar geklappt. Sonst habe ich immer gern Serien geschaut, aber mit dem Hörbuch war irgendwie doch noch ein bisschen geiler, fand ich. Vielleicht auch, weil das Buch mich interessiert und weil ich spannend finde, Ready Player One. Also wer es noch nicht gehört hat, das kann man machen. Fand ich ganz cool und deswegen bin ich gerade auch motiviert, mich wieder eine Stunde aufs Fahrrad zu setzen, weil ich mir dann eben sage, du darfst das nur weiterhören, wenn du dich dabei bewegst. Sprich, draußen rumlaufen mit dem Spaziergang oder ich spaziere halt nicht, ich laufe dann halt ein bisschen schneller oder auf dem Fahrrad. Und das machen wir gleich. Ich hatte ja gerade getippt 4.000 Schritte, 5.126. Ja, für mal eben rausgehen ist okay. Ich bin wieder zu Hause. Ich war zwischendrin noch kurz beim Supermarkt und habe mir Brötchen vom Morgen früh geholt und eine Packung Weintrauben. Ich weiß, die haben ziemlich viel Fruchtzucker. Die sind gar nicht so kalorienarm. Die haue ich mir ja aber auch nicht auf einmal rein. Das ist so für zwischendrin als Snack. Wenn ich im Stream mal Bock auf irgendwas habe, nehme ich mir 3, 4 Weintrauben mit und dann passt das. Besser als ein Brot schmieren auf alle Fälle. Ich war gerade am Briefkasten, ich habe Post bekommen vom Regierungspräsidium in Kassel. Oh nee, schon wieder vom Polizeipräsidium. Ich weiß ganz genau, was es ist. Ihr könnt ja mal raten. Ich lasse noch ein paar Sekunden zittern, was kann es sein? Ich bin vor ein paar Tagen nach Deutschland gefahren und wieder zurück. Und in Deutschland habe ich mich strafbar gemacht. Ich weiß genau, was es ist. Ich weiß es ganz genau. Wir gehen rein. Oh nein, schon wieder.
Ich war 10 km/h zu schnell. Scheiße. Zur Bestrafung gab es dann nochmal 45 Minuten auf dem Ergometer, während ich Ready Player One weitergehört habe auf meinen Lautsprechern und am Handy, ja, Twitter gecheckt, Instagram, ein bisschen Pokémon Go gespielt, aber 45 Minuten durchgezogen. So, gleich fertig. 45 Minuten hatte ich eingestellt. Ja, wieder ein paar Kalorien verbrannt mit dem 40 Minuten draußen rumlaufen heute. Passt das für heute, denke ich. Töp. Falls jemand daran zweifeln sollte, dass ich auf dem Ding ins Schwitzen komme. Lecker. Da es ja jetzt 18 Uhr ist und ich am Dienstag immer bis 2 Uhr nachts dann komplett durchstreame, zeige ich euch jetzt einmal vorher, was es heute zu essen gibt. Ich habe mir aufgetaut, das hatte ich vor ein paar Wochen vorgekocht, Chili con Carne. Dazu mache ich mir noch ein bisschen Reis, habe ich mir über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Und ja, das ist dann die Mahlzeit für heute noch. Wir werden diese Woche wahrscheinlich noch einen Kochstream machen oder ihr werdet den dann schon gesehen haben. Aber ich möchte jetzt auch wieder regelmäßig Kochstreams machen, wo ich solche Sachen koche, wie Chili con Carne, Bolognese oder so ein thailändisches Curry, die man gut einfrieren kann, wo man dann einfach nur an dem Tag frisch Nudeln, Kartoffeln oder Reis halt dazu macht. Und das haut man dann einfach oben drauf, nochmal kurz in der Pfanne warm gemacht und dann passt das. Wenn ihr da Vorschläge habt, was man in die Richtung machen kann, wichtig ist, man muss es gut einfrieren können und so portionieren, dann gerne, ja, schreibt mir das gerne. Bolognese ist bisher mein Favorit, Chili con Carne, so Red Thai Chicken Curries habe ich schon mal gemacht und Butter Chicken zum Beispiel auch. Gerade im Stream kurz ein paar Freewins wieder abgeholt, jetzt gibt es meinen Chili con Carne mit Reis. Und da seid ihr. Hallo. Moin. Wir spielen jetzt Pokémon Feuerrote Edition im Stream. Mal gucken, ob wir heute schon zu den Top 4 kommen. Moin! Morgen war nach dem Pokéref dann Schicht im Schacht, da war ja um 2 Uhr nachts irgendwann vorbei. Ich habe dann danach noch meine Packung Snack-Paprika gegessen. Einfach so, weil ich nachts noch Bock drauf hatte und ich glaube, davon kannst du theoretisch so viel essen, wie du willst. Das macht nichts aus. Heute wird der Vlog relativ kurz ausfallen, weil heute ist ein sehr langer Tag. Es ist nämlich schon 3:45. Ich habe heute Morgen gefrühstückt, das zeige ich euch jetzt. Heute mal was ganz Besonderes. Heute gibt es 2 halbe Scheiben Brot mit Voll-Epi-Käse und Gurke. Daran ein bisschen Wurst. Und ich schneide gerade das Trackmania Formula League Video. Und ansonsten bin ich seit 7 Stunden am Rechner und habe Videos geschnitten, E-Mails beantwortet. Heute war ich mindestens 3 Stunden in irgendwelchen Business Calls. Das sind auch immer so Sachen, die hinter den Kulissen abgehen, die ihr gar nicht mitbekommt. Ich hatte heute Calls mit 4 verschiedenen Parteien. Unter anderem einer meiner Langzeitpartner hat den Vertrag verlängert. Da wird es aber auch nochmal ein Announcement zu geben. Und ich hatte einen Call mit sehr vielen Leuten, wo ich zusammen mit Dalu etwas vorhabe und plane. Das wird eine der krassesten und größten Sachen sein, die wir beide, glaube ich, jemals auf Twitch gemacht haben, von denen wir nie gedacht hätten, dass das mal passiert. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich weiß nicht, ob es bis zum Samstag schon announced wurde, aber wenn ihr das dann auf Twitter oder Instagram mitbekommen habt, dann werdet ihr sofort wissen, aha, davon hat Lennart hier in dem Vlog geredet. Und allein das waren heute 3 Stunden, die da reingegangen sind. Aber damit sehr, sehr viel cooles Neues heute in die Wege geleitet für die Zukunft, wo ich mich sehr drauf freue. Ich werde mich jetzt nochmal losmachen zum Einkaufen, zum großen Einkauf, weil ich zum einen nichts mehr im Kühlschrank habe und ich möchte morgen einen Kochstream machen, wo ich das hier mache. Das ist indisches Butter Chicken. Das Rezept hat mir Kilian gegeben, beziehungsweise der Link zu dem YouTube-Video. Das muss gut sein. Da brauche ich einige Sachen für, wo ich mir noch gar nicht sicher bin, ob ich die in der Schweiz bekomme. Aber deswegen fahre ich hier einmal zu dem größten Supermarkt hier bei mir in der Ecke, besorge alles, was geht. Und dann wird es morgen am Donnerstag einen kleinen Kochstream geben. Da werdet ihr auch ein bisschen was von im YouTube-Video sehen. Da ich aber eigentlich vorhatte, heute um 17 Uhr den Stream zu starten, das ist in 40 Minuten, ich muss aber noch einkaufen, da muss ich mit dem Auto hinfahren, wird das heute mit der Sporteinheit vor dem Stream nichts mehr. Das bedeutet, ich habe mir heute vorgenommen nach dem Stream, der wird heute um 24 Uhr erst zu Ende sein, also heute wirklich ein langer Tag vorm PC, mehr oder weniger, von 9 Uhr bis 24 Uhr mit einmal Einkaufen dazwischen. Werde ich danach hoffentlich, wenn ich dann noch Energie habe, noch eine Stunde draußen rumlaufen und meinen Nachtspaziergang machen oder meine Nachts-Walking-Session, was ich ja sonst auch immer gemacht habe. Und wenn ich das heute tatsächlich mache, und ich hoffe, das mache ich, dann werde ich euch da auch wieder mitnehmen. Let's go! Oh, auch noch. Scheiße, du. Ich war jetzt eine Stunde in dem Supermarkt einkaufen, weil ich die Sachen zum Teil nicht gefunden habe für das Butter Chicken. Aber ich zeige euch mal, was ich eingekauft habe. Das sind natürlich wieder zum einen so Sachen wie hier meine Fertiggerichte. Da habe ich mir wieder ein paar von gekauft. 2 Brötchen für morgen. Für das Butter Chicken morgen habe ich mir mal hier so einen Thai Jasminreis geholt. Ein paar von den Aufbackbrötchenpackungen hier.
Dann als Alternative zu einem Brötchen mal Pumpernickel. Ich hoffe, ihr seht das. Pumpernickel liebe ich. Meinung zu Pumpernickel finde ich unglaublich geil. Dann nochmal so ein Viererpack von dem Activia-Joghurt. Nochmal so ein Fertiggericht. Ich sollte Malt Vinegar kaufen. Für den, also Malzessig ist das, glaube ich, für das Butter Chicken. Gab es nicht. Alternativ stand da, kann man auch weißen Essig nehmen, habe ich gemacht. Zweimal Brotaufstrich Käse. Und jetzt kommt hauptsächlich Zeug für das Butter Chicken. Wir haben 3x 300 Gramm Hühnchenfilet. Dann habe ich mir so ein Sieb noch gekauft, weil das, was ich habe, ist ziemlich grob. Da muss man das nachher durch passieren, heißt das, glaube ich. Deswegen habe ich mir nochmal so ein Feines geholt. Nochmal Brotaufstrich, ein bisschen, was ist das? Poulet-Brust. Fertiggericht für heute. Heute gibt es Poulet Piccata mit Tomatensauce. Hier haben wir nochmal Chicken Noodles, also die Dinger halt, wenn ich mal nichts selbstgekochtes essen will. Aber nicht will, so ist es nicht, manchmal ist es zeitlich, meistens ist es zeitlich bedingt. Dann haben wir nochmal Paprika zum Snacken zwischendurch. Auch für das Butter Chicken Cashew Nüsse gehören dazu. Ich werde euch übrigens immer, wenn ich was koche in so einer Woche, selber das Rezept bzw. das Video dazu in die Videobeschreibung packen, wenn euch das interessiert. Also das ist jetzt so ein kompletter Wocheneinkauf für mich im Grunde. Dann haben wir hier nochmal Geflügelaufschnitt, hier nochmal Risotto Funghi, auch so ein Fertigteil. Das letzte Mal 300 Gramm Hühnchen. Dann sollte ich Boxhornklee besorgen, den habe ich auch nicht bekommen. Dann habe ich gegoogelt, was ist denn geschmacklich so ähnlich und geht in die Richtung. Da wurde mir gesagt, Liebstöckel. Da habe ich Liebstöckel besorgt, das streut man am Ende nur drüber. Ich werde es mal probieren, vielleicht ist es auch scheiße, ich weiß es noch nicht. Dann, da ich ja die dreifache Menge koche von dem Butter Chicken, weil ich das ja wieder einfrieren möchte, habe ich 1,5 Kilo Tomaten gekauft, die ja auch Hauptbestandteil von dem Gericht sind. Das sind 1,2 Kilo, hier habe ich nochmal die kleineren 300 Gramm, eine zweite Packung davon für mich zum Snacken. 300 Gramm Zwiebeln, rote Zwiebeln. Dann auch für das Butter Chicken haben wir einmal Creme Fraiche hier, fett reduziert zweimal. Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon brauche, weil die Angabe in Esslöffeln waren. Dann wusste ich nicht, wie viel ich davon tatsächlich brauche. Dann haben wir zweimal die gute Bio-Butter. Habe ich wahrscheinlich auch zu viel gekauft, da ich die dreifache Menge mache, kommen da irgendwie 15 Esslöffel Bio-Butter rein. Ich denke mal, das wird locker reichen. Den Rest werde ich dann irgendwann mal für was anderes verbrauchen. Dann haben wir Rama feine Kochcreme, hätte auch Halbrahm sein können, das hatte weniger Kalorien, deswegen habe ich das Zeug hier genommen. Dann, weil ich sowas nicht habe, so einen Schneebesen, so einen kleinen. Brauche ich für das Gericht jetzt nicht, aber kann man immer gebrauchen. Wir brauchten Garam Masala Gewürzmischung. Dann habe ich mir hier nochmal so ein Chili gekauft, weil es das, was man besorgen sollte, auch nicht gab. Das ist wohl irgendwie sowas Thailändisches oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber habe ich halt nochmal ein extra Chili besorgt. Und dann brauchte ich noch Ingwerpaste und Knoblauchpaste. Ingwerpaste konnte ich vorher online besorgen, das war das Zeug dann hier, Stir Fry Paste, ich hoffe das funktioniert. Und Knoblauchpaste habe ich glaube ich nicht ganz bekommen, da habe ich hier dieses Knoblauch Ale. Ist in so einer ja, pastenartigen Konsistenz, ich hoffe das funktioniert auch. Das war der komplette Einkauf für heute. Das packe ich jetzt alles in den Kühlschrank und dann geht es auch schon los, weil wir haben jetzt schon 18 Uhr. Ich war echt lange unterwegs, weil ich noch im zweiten Supermarkt war, um den Malt Vinegar zu besorgen, den es da auch nicht gab leider. Deswegen, ich packe jetzt alles in den Kühlschrank, dann wird gestreamt. Bis 18 Uhr haben wir jetzt bis 24 Uhr, also nochmal 6 Stunden on top. Und ja, dann werde ich mir nachher mein Gericht fertig machen und sehen wir uns hoffentlich danach nochmal, wenn ich dann noch draußen rumlaufe. Vor dem Stream haue ich mir aber jetzt nochmal so einen aktiver Joghurt rein, weil ich habe gerade echt Hunger, aber ich weiß, wenn ich jetzt schon meine richtige Mahlzeit esse, das ist zu früh, dass ich dann, wenn ich bis Mitternacht noch wach bin und danach noch eine Stunde draußen rumlaufe, dann habe ich bis dahin auch wieder 6 oder 7 Stunden nichts gegessen, dann habe ich wieder so viel Hunger, dass ich dann Gefahr laufe, mir danach wieder was zu machen. Deswegen haue ich mir jetzt einen Joghurt rein und essen gibt es dann so, weiß nicht, 20, 21 Uhr. Stream läuft. CS ist aber nach wie vor so ein bisschen down. Moin Moin, Moin Moin. Und heute gibt es Chicken Piccata mit Tomatensauce. Das riecht tatsächlich ziemlich geil. Jetzt ist es fast 1:30. Ich hatte einen geilen Stream. Wir haben angefangen mit Counter-Strike.
Danach haben wir Gartic Phone gespielt und am Ende noch World War Z. Hat sehr viel Spaß gemacht, schön viel Abwechslung gehabt und ich bin jetzt noch nicht so müde, dass ich sagen könnte, ich würde einpennen. Und deswegen gehe ich jetzt tatsächlich nochmal raus, schnappe mir meine Kopfhörer, mein Handy, werde draußen ein bisschen Pokémon Go noch spielen, laufe da mit den Kopfhörern rum und höre mein Hörbuch weiter. Vielleicht zeige ich euch da auch noch ein paar Sachen, aber ansonsten wäre das heute auch wieder ein super Tag gewesen. Bis jetzt läuft's. So, ich bin wieder zurück. Nicht weit, 3,5 Kilometer, aber es ging ganz schön bergauf und bergab. Da der Beweis 149 Puls erreicht, nur durchs Rumlaufen, aber hier geht es zum Teil echt richtig steil bergauf. Und jetzt gehe ich pennen. Moin, heute ist Donnerstag, heute ist eigentlich mein Off-Day, wo ich nicht garantiert streame. Off-Day heißt aber nicht, dass ich den ganzen Tag auf dem Sofa rumliege, das ist eigentlich der Tag, wo ich trotzdem den ganzen Tag am Rechner sitze und dann mein YouTube-Video schneide oder halt ja, Partnergespräche für E-Mails mache. Rechnung habe ich heute überwiesen, wieder von der Steuerberaterin eine schöne Rechnung bekommen, das freut mich immer. Und die Wohnung habe ich heute geputzt, denn wir machen jetzt einen Kochstream. Es ist mittlerweile 14 Uhr, gefrühstückt habe ich auch schon, was es da gab, seht ihr jetzt. Hier werden gerade ein paar Thumbnails geschnippelt. Und heute gibt es mal wieder das Übliche, heute aber mal mit ein paar Tomaten noch dazu. Und jetzt gerade habe ich noch 1,5 Stunden die Bude geputzt, dass ihr im Kochstream auch eine einigermaßen saubere Küche zu sehen bekommt. Und das Setup zeige ich euch einmal jetzt. So, alles wieder picobello sauber. Ich habe so einen Boden geputzt und gesaugt. Und hier wird jetzt gekocht in meiner Küche. Hier packe ich dann das Handy dran. Da wird dann gekocht, indisches Butter Chicken. Damit ich auch sehe, was ihr schreibt, habe ich hier mein Tablet. Da gucke ich dann gleich, ob ihr mir Tipps gebt oder ob ich irgendwas falsch mache. Da wird immer natürlich gerne gespammt. Aber das ist jetzt das Projekt. Wir kochen ein indisches Butter Chicken. Das Rezept dafür findet ihr in der Videobeschreibung. So, ich stand jetzt, wie lange? Fast 2 Stunden in der Küche. Wir haben gekocht. Der Reis kocht gerade und das ist dann höchstwahrscheinlich das fertige Butter Chicken. Ich hole mal eben einen Löffel und hole mal für euch um. So. Da sind die Hühnchenstücke, gerade mal probiert, ist wirklich sehr, sehr lecker, vielleicht ein bisschen süß. Ich habe vielleicht irgendwo hier und da was verkackt. Ich poste euch den Link zum VOD, wo ich das gekocht habe, auch nochmal in die Videobeschreibung, aber es ist auf jeden Fall echt lecker. So sieht das dann fertig angerichtet aus, riecht auf jeden Fall lecker. Mal schauen, ob es schmeckt. Es sind jetzt einige Stunden vergangen, ihr seht, habe ich noch sehr viel Butter Chicken über. Das wurde natürlich nicht heute alles gegessen, weil ich ja die dreifache Menge gemacht habe. Ich werde mir das jetzt portionsweise in diese 400 Milliliter gefrierfesten Tupperdosen-Dinger hier reinpacken und habe dann, wann immer ich Bock auf Butter Chicken habe, über die nächsten Wochen und Monate hinweg eine fertige Portion. Die lasse ich immer gern über Nacht auftauen. Und dann kann ich die am nächsten Tag einfach nochmal in der Pfanne warm machen und dann habe ich das ready to go. Funktioniert wunderbar, gerade wenn ich jetzt mal nichts mehr zu Hause habe, was ich kochen könnte, wo ich dann sonst früher gesagt habe, komm, ich bestelle mir jetzt halt einfach eine Pizza oder so, weil du kannst nicht mehr einkaufen, dann macht man sich einfach sowas, frisch Reis dazu im Reiskocher und dann steht das Ding. Es sind 5 und eine halbe Tupperdose geworden zum Einfrieren. Ich habe ja noch 2x Chili con Carne und 1x Bolognese im Kühlschrank. Da werden wir, ja vielleicht machen wir es sogar so, dass ich dann wöchentlich sowas mache. Für die nächsten 2 Wochen wenigstens noch, weil sonst ist das Kühlfach zu schnell voll, weil die halten wirklich ewig die Dinger, wenn man das so macht, weil ich ja auch die Fertiggerichte habe. Aber jetzt habe ich 6x Butter Chicken, das ist so nice. Da vielleicht auch nochmal ein Statement zu dem Thema Butter Chicken und Diät. Wie funktioniert das, weil das auch im Stream-Thema war. Das funktioniert wunderbar, wenn man sich dazu noch bewegt und eine anständige Portion isst. Das Ding ist, so wie ich die letzten Monate vor Diätstart gelebt habe, da habe ich 3 von den Dingern gegessen. Oh, mein Wecker, sorry. Da hätte ich 3 von den Dingern weggehauen und natürlich hast du dann kein Kaloriendefizit und frisst mehr Kalorien, als du brauchst. Jetzt esse ich halt 1 Portion davon mit ein bisschen Reis. Mach dann noch meine Stunde auf dem Ergometer oder lauf draußen rum und dann kannst du auch mit so einem Essen in Kaloriendefizit kommen. Eigentlich ist es ja keine Wissenschaft, du musst mehr Kalorien verbrauchen an deinem Tag, als du zu dir nimmst, dann nimmst du ab. Ist ja eigentlich wirklich nicht schwer. Du musst nicht den ganzen Tag Salat und Gemüse und Obst fressen, um abzunehmen. Und ich glaube, das ist auch eins der Sachen, warum das so oft gescheitert ist, als ich das früher probiert habe, auch noch zu Schulzeiten.
ich habe ja schon eine lange History mit Fett sein, dass du dann versuchst, eine Woche lang nur Salat und sowas zu essen und dann merkst du irgendwann, scheiße, das geht nicht und gibst dann wieder auf. Aber ich glaube, der Trick ist, auch normale Sachen essen zu dürfen in angemessenen Mengen und das ist das Hauptding, sich dabei ein bisschen zu bewegen und dann könntest du theoretisch dir auch jeden Abend eine Pizza reinhauen, wenn du das an Kalorien wieder mit Bewegung und Sport ausgleichst, dann kannst du das auch machen, wenn du Bock drauf hast. Aber du kannst auch sowas essen. Wie gesagt, ich habe ja die letzten Monate schon 40 Kilo abgenommen. Da habe ich auch ganz viel Bolognese und Chili con Carne gekocht und gegessen. Das funktioniert wunderbar. Musst nur eine normale Menge essen, dich dabei ein bisschen bewegen und dann kannst du auch damit wunderbar abnehmen. Was wir noch gar nicht behandelt haben, war das Thema Getränke. Wahrscheinlich denken auch viele, dass ich mir jeden Tag 3 Liter Cola oder Fanta reinhau. Das ist nicht so. Ich trinke eigentlich auch immer schon. Also die Getränke waren bei mir nie das Problem. Ich trinke eigentlich, wenn, immer nur Cola Zero, weil ich die zuckrige Fanta und Cola und so überhaupt nicht mag. Und hier trinke ich eigentlich wirklich nur Wasser aus dem Wasserhahn, eventuell gesoda-streamed. Und heute habe ich was Neues bekommen, heute kam ein Paket an. Und zwar habe ich mir meine erste eigene Teekanne tatsächlich geholt. Denn jetzt im Sommer habe ich immer gerne Tee getrunken. Ich hasse Heißgetränke, ich koche mir den dann immer auf. Gerne so fruchtige Tees, stelle die mir in den Kühlschrank und dann habe ich quasi Eistee, der zwar nicht süß ist, aber ist halt geiler als normales Wasser trinken. Und dann mache ich mir hier von den Bonschwa-Jungs, haben die mir zugeschickt, deren Infinity-Tee. Liebe Grüße an die Bonschwa-Jungs, die bezahlen mich dafür natürlich nicht. Den haben die mir geschickt, der Kerak hat das fertig gemacht. Sehr, sehr geil, den mache ich mir jetzt und ich werde in Zukunft auch mal ein paar andere Teesorten ausprobieren. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was man da cool machen könnte, um das dann kühl zu stellen. Gerne so fruchtige Sachen mit Erdbeere oder sowas drin. Hab Bock auf ein bisschen Tee jetzt im Sommer. Sorry übrigens für das Rauschen eben, das habe ich gerade in der Aufnahme gesehen. Ich hatte noch die Dunstabzugshaube und den Wasserkocher an. Ja, den lasse ich jetzt ziehen. Den werde ich mir gleich dann im Stream gönnen. Sportsession gibt es heute leider auch wieder erst nach Mitternacht, weil ich heute tagsüber nicht dazu gekommen bin. Mal schauen, ob wir da wieder nach draußen gehen oder ob ich das hier auf dem Fahrrad wieder mache. Aber ich denke, eine Sportsession ist heute auch auf jeden Fall noch drin. Echte Legenden trinken den dann natürlich auch noch aus dem Daluka-Tänkelbecher. Ja. Inzwischen ist es fast Mitternacht, auch am Donnerstag schon. Ich habe gerade den Stream ausgemacht. Ich habe mit Pia und also mit Shoyoka und mit Dalu noch Chor gespielt im Stream, das hat sehr viel Bock gemacht. Da ich gestern nicht zeitig dazu gekommen bin, noch den gestrigen Teil vom Vlog reinzuschneiden, muss ich das jetzt noch alles machen. Das dauert tatsächlich länger, als man denkt. Hier sind die ganzen Clips vom Tag, die ich dann noch alle importieren muss. Und da ich heute schon um, ich glaube, 16.30 Uhr gegessen habe, gebe ich jetzt noch mal einen kleinen Mitternachtssnack in Form von 5 Weintrauben. Die Tomaten, wenn ich dann noch Bock habe, haue ich mir noch rein. Und damit ich nicht, damit der Magen gefüllt ist, haue ich mir noch den guten Tee von Bonschwa rein in der 1-Liter-Kanne. Ich weiß nicht, ob man abschätzen kann, wie groß sie ist. Das ist wirklich eine riesengroße Tasse. Ah, ich weiß nicht, sieht man das? Ich stelle mal Dalus Henkelglasbecher daneben. Das ist so ungefähr normale Tassengröße. Ja, ich weiß nicht, aber da passt wirklich gefühlt 1 Liter rein. Den trinke ich jetzt heute Abend noch. Und dann wird nachher, wenn ich mit dem ganzen Kram fertig bin, noch ein bisschen Sport gemacht. Jetzt ist es schon 1:30 und ich habe die ganzen Clips der letzten 1,5 Tage noch oder der letzten 2 Tage eigentlich jetzt dran gehangen. Und jetzt ist genau das eingetreten, was ich mir erhofft habe mit dem Projekt. Und zwar bin ich echt schon schweinemüde. Ich glaube, man sieht es auch so ein bisschen. Ich bin im Grunde seit 9 Uhr am Rechner abzüglich dem Kochstream. Jetzt haben wir 1:30 Uhr, also heute war auch echt wieder ein langer Tag. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich hau mir jetzt einfach ins Bett und penne, aber ich will das gern vor allem in der ersten Woche durchziehen, dass ich jeden Tag irgendwas in Richtung Bewegung mache und deswegen bringe ich das jetzt auch noch hinter mich. Eine Stunde werde ich heute nicht machen. Ich denke, eine Dreiviertelstunde haue ich mich jetzt aufs Fahrrad oder gehe ich doch noch mal nach draußen. Ein bisschen frische Luft wäre heute eigentlich auch ganz nice. Ich überlege mir das jetzt gleich mal spontan. Ich muss mich eh noch anziehen und so und dann gucken wir mal, ob ich jetzt noch eine Stunde aufs Fahrrad gehe oder ob ich draußen rumlaufe. Die Weintrauben und die Tomaten habe ich jetzt gerade weggesnackt in der Stunde, wo ich jetzt hier noch vor dem Rechner rumgeschnippelt habe. Tee auch ordentlich was weggetrunken und obwohl ich echt schon um 16.30 Uhr gegessen habe, habe ich gerade überhaupt keinen Hunger. Also das hat mir jetzt vollkommen gereicht, noch hier die Weintrauben, Tomaten und ein bisschen Tee. Also werde ich heute, denke ich, auch gar nicht mehr Gefahr laufen, mir noch irgendwas reinhauen zu wollen. Ich habe mir das gerade nochmal überlegt. Ich werde heute doch nur hier drin auf dem Ergometer rumfahren, weil ich jetzt keinen Bock habe, mich noch komplett umzuziehen, dann nach draußen zu gehen. Außerdem nieselt es gerade so ein bisschen, es sind 2 Grad draußen. Ich glaube, ich radel jetzt hier schnell noch ein bisschen rum, gehe dann duschen und dann haue ich mich ins Bett. So, und damit wirklich keiner sagen kann, ich würde da einfach nur rumsitzen und hin und wieder mal ein Bein bewegen, habe ich jetzt hier einen Zeitraffer fertig gemacht, in dem man sieht, dass ich da wirklich lange drauf war. Ich hatte erst 45 Minuten eingestellt, habe mir wieder mein Hörbuch angehört und nebenbei ein bisschen Pokémon Go gecheckt und
ja, E-Mails gecheckt, was man so am Handy halt macht, bis Instagram geguckt und so. Die ersten 45 Minuten gingen dann aber irgendwie so schnell rum, weil ich so viele Pokémon-Go-Kämpfe gemacht habe, dass ich noch sagte, komm, dann mache ich die Stunde noch voll und habe dann nochmal 15 Minuten länger eingestellt und echt die komplette Stunde durchgezogen. Da war ich sehr stolz drauf. Ja, Jade, heute ist Freitag, das heißt, der letzte Tag, morgen früh wird dann direkt gewogen, das heißt, der letzte Tag, wo ich nochmal Disziplin haben muss. Ich denke, das soll ich aber schaffen, denn heute war ein guter Tag. Es ist, der Tag ist schon relativ weit vorangeschritten. Es ist nämlich schon wieder 17.30 Uhr fast. Aber ich sitze jetzt auch schon wieder etliche Stunden vorm Rechner. Ich habe das nächste Video fertig geschnitten, was dann die Tage kommt. Und heute sehr, sehr viel geplant, weil jetzt kann ich endlich die Bombe droppen lassen. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich auch schon gehört haben. Das, was ich vor 2-3 Tagen in diesem Blog hier announced habe, dass ich da mit Dalu etwas sehr, sehr Großes an der Angel habe, was ich da noch nicht announcen konnte, ist jetzt endlich public. Und zwar werden wir am 8. Mai auf unseren beiden Twitch-Kanälen, Dalu und ich, einen englischen First Edition Box Break, auch wenn ich das Wort Box Break nicht mag, ich nenne es über ein englisches Base Set First Edition Opening Shadowless machen. Die Box geht ja im Moment für 500.000. Und da wurden wir gefragt, ob Dalu und ich Bock haben, da mitzumachen. Das Ganze lief über Hoodie, Spyron und Pokécorner. Das sind die, die sich um die Box gekümmert haben. Super viel Planung ist da reingeflossen. Das wird ein riesen Event auf unseren beiden Twitch-Kanälen. Wir werden das in einer Location in Deutschland machen mit einem Kamerateam, mit einem Produktionsteam vom AnyNoobStream. Also da werden 3 bis 4 Leute an der Produktion alleine arbeiten. Das wird so das größte Event mit Abstand, was ich, glaube ich, jemals auf meinem Kanal gestreamt habe. Und da freue ich mich sehr drauf. Dalu und ich sind die beiden Glücklichen, die das auf unseren beiden Kanälen streamen dürfen. Mit dabei ist auch noch der gute Zero, der Dario. Da freue ich mich sehr drüber. Die Poke-Geo-Dudes, die ihr auch schon aus unserem Chat kennt. Und ich denke, das wird ein sehr, sehr geiles und vor allem authentisches Event, wo eine englische First Edition Based Booster Box im deutschsprachigen Raum aufgemacht wird. Wird das allererste Mal sein, dass im deutschsprachigen Raum diese Box aufgemacht wird und das gestreamt wird. Und da ist jetzt schon einiges an Planung reingeflossen. Die Event Location steht schon. Wir haben schon mit dem Deutschen Roten Kreuz telefoniert, dass wir alle einen tagesaktuellen Corona-Test vor Ort noch machen können, damit das auch alles auf der sicheren Seite ist mit den örtlichen Behörden. Von der Event Location ist alles abgeklärt. Das funktioniert alles. Und hey, das ist so viel Planung, was da reingeht. Die Box, nur mal als Beispiel, die Box kommt aus Amerika. Die wird mit einem privaten Charter nach Deutschland gebracht, mit einer Sicherheitsfirma. Die wird vorher versiegelt und zugeschraubt. Die wird vorab in Amerika nochmal geöffnet, um zu sehen, ob da auch wirklich richtige Packs drin sind, dass wir die dann nicht in Deutschland aufmachen und sehen, da ist Lego drin oder irgendwas. Lieber natürlich andere Bausteine. Grüße gehen raus an den Held der Steine. Und die Box, wenn dann alles richtig ist, das wird per Kamera alles festgehalten, wird versiegelt, dass man weiß, nachdem die aufgemacht wurde, Packs angeguckt, zugeklebt, dass man weiß, da war niemand mehr dran, die Packs sind zu 100% original. Dann kommt die nach Deutschland, wir werden die vor Ort auch alles on Kamera aufmachen, im Livestream natürlich. Und dann werden Dalu und ich die beiden Glücklichen sein, die das auf unseren Kanälen streamen. Und Dalu und ich werden sogar die Leute sein, die die Packs aufmachen. Den Leuten, die da dran teilnehmen, war unheimlich wichtig, dass das alles ein authentisches Event wird. Das heißt, wir werden da nicht innerhalb von einer Stunde die ganzen Packs durchfegen oder 1,5 Stunden wie Logan Paul. Das wird wahrscheinlich seine 3-4 Stunden dauern, weil ein Pack kostet, Stand jetzt, 14.000 Euro. Also die Leute, die sich darum gekümmert haben, Spyron, Hoodie und so, die werden da keinen Gewinn an der Box machen. Die geht quasi zum Einkaufspreis weg. Ein paar Kosten werden natürlich gedeckt, wie zum Beispiel der Sicherheitsservice, der das per Flugzeug über Nacht nach Deutschland bringt. Das sind natürlich ein paar Kosten, aber ein Pack da kostet 14.000, bei Logan Paul waren es 40.000, die verdienen da wirklich nichts dran. Dalu und ich haben da nichts von, außer dass wir das auf unseren Kanälen streamen natürlich, was natürlich sehr viel Reichweite in dem Moment bringt, aber wir kriegen davon kein Geld, wir haben mit der ganzen Geldsache nichts zu tun. Wir sitzen da, haben Spaß dran, machen die Packs auf und werden ein hoffentlich sehr authentisches Event rüberbringen mit Leuten, die auch schon lange in der Szene sind. Zero of Time, größter deutscher Pokémon-YouTuber, die Poke-Geo-Dudes auch schon ewig dabei. Und es wird sehr, sehr viele Hintergrundinfos auch geben. Also wir gucken uns nicht Karte an, sagen, yo, geil, Ponita, weiter weg. Da wird es auch ein paar coole Hintergrundinfos geben zu den Artworks, zu den Artists, die das Ganze erstellt haben. Wir werden uns die Karten im Detail genau angucken. Da steckt wirklich sehr, sehr viel Planung drin. Das wird auch die nächsten Tage noch sehr, sehr, sehr viel Planung beanspruchen. Aber ich glaube, ihr wisst schon, ich bin schon sehr, sehr hyped. Ich hätte niemals gedacht, dass ich und ich glaube Dalu auch jemals eine englische First Edition Base Set Booster Box in der Hand halten können und tatsächlich auch Packs davon aufmachen. Also das ist ja wirklich der absolute heilige Gral der Pokémon-Kartenwelt, diese Box einmal zu sehen nur und die dann selber aufmachen zu dürfen für Leute, das ist natürlich unfassbar. Da freue ich mich aber wirklich unheimlich drauf. Das wird am 8. Mai stattfinden.
Nähere Infos dazu kommen noch. Es sind schon 22 Packs vergriffen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, einige große deutsche Streamer haben auch schon welche. Das wird ein sehr, sehr dickes Event, wo ich mich unheimlich drauf freue. So, aber da es ja jetzt schon wieder 17.30 Uhr ist und ich nehme euch mal mit, da ich gerne jetzt gleich streamen würde, mache ich mir jetzt noch einen kleinen Snack. Ich habe nämlich noch ein paar Paprikas und Äpfel da und die Äpfel müssten bald mal gegessen werden. Und da habe ich mir was Neues bestellt. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Ich suche mal eben. Ich habe zum einen nämlich für die nächsten Kochstream einen richtigen Wok mal bestellt, weil ich habe nur so blöde Töpfe. Da habe ich mir heute Morgen den Finger angeschnitten. Ich habe keinen Wok gehabt. Jetzt habe ich mir mal einen ordentlichen Wok gekauft. Und da würde ich gerne demnächst mal versuchen, irgendwas Cooles Asiatisches auch mal in einem Wok zu kochen. Und heute gönne ich mir als Pre-Stream-Snack eine Paprika und einen Apfel. Und für den Apfel habe ich mir hier so einen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so einen Apfelslicer geholt oder so. Den drückt man hier so drauf, presst den runter. Ich gucke mal, ob es mit einer Hand geht. Hoffentlich nicht direkt wieder einen Finger. Scheiße, mit einer geht es wirklich nicht. Ich muss das mal eben anders machen. Und dann hat man direkt so schöne, perfekte Apfelschnitze. Das fand ich irgendwie ziemlich satisfying. Deswegen habe ich mir hier so ein Ding geholt, damit ich, wenn ich mal Bock auf einen Apfel habe, das Ding einmal kurz drauf drücke und dann habe ich einen Apfel ready to go. So, mit Hilfe von einem Stativ sollte das eigentlich klappen. Geil. Das Geile ist, wenn du das dann so hättest, könntest du hier einfach so die Schnitze abreißen und die reinsnacken. Cool. Damit, daran merke ich auch, dass ich ein alter Sack werde, weil ich habe mich gestern darüber gefreut, dass ich endlich eine eigene Teekanne habe. Und heute freue ich mich, wie damals über ein Pokémon-Päckchen, darüber, dass ich einen Apfelschnitzer habe. Apfelteiler, hier steht es sogar noch drauf auf dem Ding. Ich habe einen Apfelteiler und das bereitet mir große Freude. Geil. Jetzt wird gestreamt und zwar It Takes Two mit Swanny. Das hatten wir ja angefangen vor einigen Wochen, konnten dann nicht weiterspielen, weil Swanny seine erste eigene Wohnung bezogen hat. Und da jetzt 2 Wochen ohne Internet war. Und die Telekom hat es auch bei Swanny hingeschafft, wie schon damals bei mir in Duisburg, die Leitung falsch zu verlegen, sodass Swanny jetzt weitere Tage oder Wochen kein Internet hat in seiner neuen Wohnung, wo er schon natürlich Miete bezahlt, wie ich auch damals. Der ist jetzt wieder in seinem Kinderzimmer und wir können endlich It Takes Two weiterspielen. Dann wird heute noch ein bisschen Counter-Strike gespielt. Gefrühstückt habe ich übrigens auch schon, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, mache ich jetzt eben. Heute gibt es nur ein Aufbackbrötchen, dafür 2 Scheiben Pumpernickel, die zusammen aber nochmal eine ganze Ecke weniger Kalorien haben als ein Brötchen und heute hatte ich da Bock drauf und ich finde, es schmeckt auch zum Teil geiler und dazu auch wieder ein Ei. Und Sport wird dann heute wieder nach dem Stream wohl eher stattfinden, weil heute war wieder so viel Planung mit der Boosterbox und so viele Telefonate, die ich heute führen musste, dass ich da heute früh nicht für zugekommen bin. Das machen wir dann nachher und ich zeige euch dann, was meine letzte Mahlzeit sein wird, bevor morgen früh dann der Wiegetag ist. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es war eine sehr gute Woche. Freitag 19.30 Uhr. Jetzt gibt es, ich weiß gar nicht, was das war. Aber ihr seht es ja, Nudeln mit Hühnchen und irgendeiner scharfen Soße drauf. Wir kassieren gerade auf Mirage. Und da seid ihr wieder. Moin. Es ist mal wieder nach Mitternacht. Streamen war heute richtig geil. Ich habe mit Swanny Text 2 durchgespielt. Hier rendert gerade ein Video durch. Das sind die Clips von meinem Autovorstellungsvideo. Das kommt dann die Tage auch. Auf dem Couch-Kanal, wo ich euch mein neues Auto zeige, den Skoda. Und euch erzähle, warum ich mir den gekauft habe und warum ich den so gut finde. Morgen habe ich um 9 Uhr einen Friseurtermin. Normalerweise stehe ich immer um 9 Uhr morgens auf. Also morgen dann 8.30 Uhr oder so, wenn ich mich beeile. Aber den einen Tag, den ziehen wir jetzt noch durch. Also ich gehe jetzt noch eine Stunde draußen rumlaufen, spiele ein bisschen Pokémon Go, höre mein Hörbuch weiter. Und im nächsten Clip sehen wir uns dann wahrscheinlich mit dem Wiege-Update. So, wieder zurück. Top. So, es ist Samstagmorgen, es ist Wiegetag. Ich bin gerade quasi aus dem Bett gekommen, ich glaube, man sieht's. Und wir werden jetzt wiegen. Ich glaube, es war eine gute Woche. Ich glaube, das Ergebnis wird ziemlich gut sein. Ist aber meistens so, wenn man eine Weile nichts gemacht hat und die erste Woche, die haut dann immer rein, die ganzen Wassereinlagerungen, die verschwinden dann nach der Zeit. Also, es wird auch viel Wasser sein, denke ich. Aber ich war sehr zufrieden mit der Woche. Ich habe jeden Tag durchgezogen, mindestens 2 Tage auch, wo ich, wenn ich dieses Projekt hier nicht gemacht hätte, mich einfach ins Bett gelegt hätte. Deswegen war das schon eine gute Idee für mich und wir gucken jetzt einfach mal, was die Waage sagt. So, das Setup ist dasselbe wie letzte Woche. Ich habe wieder ein T-Shirt an, die Hose, Handy in der Hand, Socken.
Und wir schauen mal rein. Ich glaube, standen 156 letzte Woche drauf, vor 7 Tagen. Wir gucken mal. Oh ja. Da sind wir auf 150,7, das heißt minus 5,3 in Woche 1. Wobei ich, wie gesagt, glaube, dass ganz, ganz viel davon Wasser ist, aber da ist auf jeden Fall auch einiges an Fett geschmolzen. Jo, das war ein gutes Ergebnis für Woche 1. Wenn sich jetzt Leute denken, ey, der nimmt 5,3 Kilo ab, warum macht er keine Freudensprünge? Ich habe das ja schon oft begonnen und ich weiß immer, wie das ist, wenn du 2 Wochen lang wieder gegessen und getrunken hattest, was du willst. Die Woche 1 danach, die knallt immer richtig rein, wenn man durchzieht. Aber wie gesagt, ich denke, es wird viel Wasser sein, da ist auch mit Sicherheit einiges an Fett geschmolzen, aber ich weiß halt, wie der Hase läuft. Nächste Woche ist es dann weniger und richtig freuen werde ich mich ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder unter die 146 komme. Das war das, was ich jetzt Anfang März hatte. Das war dann mein All-Time-Low in dieser Gewichtsabnahme jetzt. Und ab da freue ich mich dann wieder richtig. Aber ja, bin zufrieden mit Woche 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich selber Kommentar und Bewertung freuen. Das war doch aufwendiger, als ich das am Anfang vermutet hatte, hier daily zu vloggen, auch wenn das nur in dieser Form hier ist. Aber da sind schon einige Stunden Arbeit diese Woche reingeflossen. Ich werde mich jetzt dann gleich ans Video machen, eventuell heute noch zum Friseur fahren, weil die sind echt wieder lang geworden, die Haare. Vielleicht mache ich es aber auch erst Montag. Ich muss gucken, wie lange der Renderprozess geht und wie lange das jetzt hier alles noch dauert. Und dann mache ich mich spontan noch zum Friseur gleich. Jo, das war's mit Woche 1 von Kein Bock mehr auf Fett sein. Ich werde jetzt weiter vloggen für nächste Woche. Das ist ja dann jetzt quasi wieder Tag 1 für die nächste Woche. Und wir sehen uns dann im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Later!